Hallo, guten Tag. Schon das zweite Mal diese Woche wurde ich vom Regenradar reingelegt. Man mag gar nicht glauben, dass es am Wochenende 20 Grad werden soll, wenn man jetzt gerade aus dem Fenster schaut. Zumindest bei mir. Grau, Regen. Heute war so ein schöner Tag. Bis zum Feierabend. Und zum Feierabend hin wurde es dann schlecht. Ich bin in den Regen reingelaufen, musste Kapuze aufsetzen und jetzt geht's gerade wieder los. Oh, es ist schrecklich. Und die Woche schafft mich echt, ey. Die schafft mich richtig. Jeden Tag ins Büro ist man gar nicht mehr gewohnt. Ich komme gar nicht mehr zum Sport machen, seitdem ich jeden Tag auf Arbeit renne. Und gestern irgendwie 9 Stunden Workshop. Noch ein bisschen Vor- und Nachbereitung war ich fast 10 Stunden im Unternehmen. Montag, langer Tag, heute im Büro, morgen nochmal bis 17 Uhr. Oh, es tut so. Eigentlich tut es nicht weh. Es macht mich nur müde. Müder als sonst. Hallo Johnny, grüß dich. Und am Montag wird es lustig, wenn 800 Klimakleber aus ganz Deutschland anreisen, um Berlin lahmzulegen. Ist das so? Kommen da welche? Naja, wie gesagt, am Wochenende soll es richtig, richtig schön werden und dann geht es wieder runter. Runter. Diese Woche. Krass, krass, krass. Dieses Wochenende bin ich noch nicht weg. Nee. Wäre auch blöd, diese Woche zu fahren. Die Bahn streikt doch schon wieder, oder? Oder hat es vor? Irgendwie war doch da was. Groß angekündigt. Ja, die streiken ja schon wieder. Ich bin so froh, dass ich erst nächste Woche nach Rügen fahre. Aber vielleicht streiken die ja jetzt jedes Wochenende. Dürfen sie aber nicht, ne? Boah, hat ja eine Abklingzeit, dieses Streiken, glaube ich. So, dann mache ich mal PlayStation an. S-Bahn soll fahren. Ja, ist mir egal, ich laufe ins Büro. DB Nah- und Fernverkehr nicht. Sie dürfen streiken, so oft sie wollen. Ich dachte, das hat echt einen Cooldown. Also es gibt doch irgendwie so, wenn du gestreikt hast, darfst du nicht sofort wieder streiken. Streikrecht Cooldown. Mal gucken, ob es dazu was gibt. Wahrscheinlich nicht, aber nur bei einer Friedenspflicht. Hallo Silence, grüß dich. Friedenspflicht. Besteht für die andere Gewerkschaft keine Friedenspflicht bezüglich der Streikverordnung? Der Verdi kann sie auch zum Streik aufrufen. Was ist denn die Friedenspflicht? Die Friedenspflicht stellt eine rechtliche Schranke der Streikfreiheit dar und ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung auch ohne ausdrückliche Vereinbarung der Tarifparteien notwendiger Bestandteil eines Tarifvertrags. Die Friedenspflicht beginnt mit dem Inkrafttreten des Tarifvertrags. Boah, sind das viele Absätze, das will ich jetzt gar nicht alles lesen. Aber wie gesagt, ich dachte mir, dass irgendwie nicht möglich ist, direkt mehrere Wochenenden hintereinander zu streiken. Das finde ich echt krass, wenn es so ist. Wissen tue ich es aber nicht. Dann wäre mein Ausflug nach Rügen nächstes Wochenende in Gefahr. Quote: Her mit dem Honig, sucht euch eine andere Arbeit. Niffelheim, da habe ich den Bienen den Honig geklaut und die angepöbelt. Eine Bohne bitte. Nein, wir essen heute Fisch. Wir probieren das nochmal, auch wenn es mir letztes Mal damit nicht so gut ging, aber ich muss ja nicht so riesige Stücken essen. So, jetzt muss man mal Kabel ziehen. Oh, nochmal hochwuchten. Den Wanst. Mann, ey. Elgato. Was ist nur los mit dir, Elgato? Nee, kein Hogwarts. Dredge. Nun komm schon. Jetzt mach doch mal hinne hier. Das hält er schon aus.
möchte den Magen nicht zerstören. Ja, ich kann ja jederzeit sagen, so reicht für heute. So. So, welches Fischjerky soll ich denn essen? Boah, ey, die Dosen, die kann ich danach wegschmeißen, ne? Das stinkt so nach Fisch. Wir haben Tintenfisch, wir haben Schrimps, Kabeljau. Ey, Heike, grüß dich. Hallo, hallo. Oh, erstmal alle Dosen aufmachen. Aber ich wäre immer noch für einen Teelöffel. Ja, kannst ja selber essen, probieren und dich dann bekotzen. Aber onstream mache ich das natürlich nicht. Kabeljau, du bist ja richtig freundlich. Was ist da los? Einmal Kabeljau. Stange. Wir fangen klein an, ne? Wir fangen heute nett an und hören fies auf wahrscheinlich. Tinte geht. Tinte geht? Welche Tinte? Habe ich irgendwas verpasst? Ach, du hast dir das schon gegeben? Selber schuld, ne? Wer macht denn sowas freiwillig? Ich bin nächstes Wochenende in Schweden. Haben die da sowas? Bestimmt, ja. Niemand soll sowas schicken. Bitte nicht. Max, vielen Dank für deinen Resub im 32. Monat. Ich hoffe, dein Urlaub ist schön. Norwegen war das. Da, wo jetzt Danny auch war, ne? Sind die eigentlich schon zurück? Ja, den Clip von Enno mit den Windeln habe ich gesehen, ja. Sind zurück, ne? Das war auch eine Monstertour, die sich gegeben haben da. Die waren ja mehr im Auto, als sie gestanden haben und geguckt haben. Also es ist schon heftig, wie viele Kilometer die gefahren sind. Stimmt, ich wusste nicht mal, wie ich die Bomben benutze. Wo packe ich denn die hin? Irgendwo hin. Gibt's das sogar bei Amazon zu bestellen? Ist ja widerlich. 20 Euro für 300 Gramm Fisch. ...1085 Bewertungen, 4,5 Sterne im Durchschnitt. Haben die alle keinen Geschmack, oder? Gar nicht so übel. Ziemlich salzig. Gelungener Party-Gag. Nicht so schlimm wie erwartet. Wah. Und mach das wieder zu. Schluss hier. Aber hier, Kabeljau schmeckt echt wie Plastik, ne? Vielleicht esse ich auch gerade Plastik. Der Geschmack geht, der Geruch ist das Problem. Mhm. Ja, Danny sah auch ziemlich fertig aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Der saß da wie so ein Schluck Wasser, kaute auf seiner Elchwurst rum. Oder was war es? Rentier Rudolf hieß es, glaube ich. Also, gesund sah der nicht aus. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage waren sie unterwegs? Eine Woche? Zwei? So, wir fahren jetzt mal hier hinten hin. Echt Salami. Klingt ja nicht gut. Was ist das abgefahrenste Fleisch, was ihr jemals gegessen habt? Mehlwurm. Mehlwurm. Wow.
frisch waren, das, haben die noch gelebt? Hast du dann die Würmer sozusagen zerbissen? Wir hatten mal eine Dose von schwedischen Freunden zugeschickt bekommen. Draußen auf der Terrasse aufgemacht. Trotzdem hätte man weglaufen können. Oh mein Gott. Känguru, okay. Nee, in der Pfanne angebraten, schmeckt nach nix. Ich hatte einmal schon Krokodil, aber das ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her. Und einmal hatte ich auch schon Pferd. Wobei, so abgefahren ist das eigentlich nicht. Es ist nicht gängig, aber es ist auch nicht so abgefahren, sag ich jetzt mal. Oh, Sprengladung platzieren. Oh, sehr gut. Ja. Ach, hier kriegt man bestimmt das Metall her. Also, ich habe es zumindest in dem Vorschaubild da schon gesehen. Ich hatte auch mal Hornissenmade. Also, eine Hornissenmade stelle ich mir sehr klein vor. Was nimmt man da als Beilage? Das war mehr als grenzwertig. Warum isst man sowas? Also, Krokodil weiß ich gar nicht mehr, wie das geschmeckt hat. Das ist schon Ewigkeiten her, wie gesagt. Pferd, ja. Wildfleisch, also so Hirsch und so ein Kram, schmeckt halt auch nochmal sehr, wie soll ich sagen, schmeckt und riecht sehr anders. So einen armen, süßen kleinen Alligator. Hast du Schnappi gegessen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir in dem Restaurant bestimmt 2 Stunden gesessen haben, bis das Essen überhaupt kam. Das war echt nicht so schön. Aber vielleicht am Ende hat es wahrscheinlich wie Huhn geschmeckt oder so. So groß wie ein halber Daumen, sind einfach nur frittiert und innen hart, innen flüssig und bäh. Klingt fast wie Bubble Tea. Wie kommt man zu dem Umstand, sowas zu essen? Also, was war der Grund? Kaufst ja nicht bei Rewe. Sag mal, ich krieg das hier nicht hin. Nochmal. Oh, Reaktion. Ey, die Woche macht mich so alle. Viel zu schnell. China, Anbahnung eines Schüleraustauschs. Okay. Einmal raus war es das. Und dann geht es auch komplett wieder runter. Oh, fuck. Sag mal, wie soll man das denn hinkriegen? Ich sitze hier einen halben Tag und habe nichts geschafft. Was ist denn das für eine Scheiße? Da gab es auch Esel. Okay. Esel. Danke übrigens fürs Einlösen des Fisches, werter Herr Silings. Vielen Dank. Da würde ich schon dran scheitern. Es gibt Dredge-Orte, die sind deutlich einfacher. Aber hier muss der so schnell hoch und runter. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Guck mal, schon wieder daneben. Er hat zu viel. Oh. Und alles für so ein Scheißstück Metall? Zum Glück geht das Schiff davon nicht kaputt. Hätte man sich wahrscheinlich das Geld sparen können, sondern das hier für die Erweiterung holen. Oh oh, Geisterschiff. Ich hau ab. Es ist hinter mir. Es will mich. Es will mich holen. Aber ich hab zum Glück. Geh weg. Man fährt auch nur 0,29 herum, ne? Also wer ist auch so bescheuert?
Mit 20 wären unsere Finger flinker. Ich habe es aufgegeben, da mithalten zu können. Ja, ich glaube, die Reaktion mit 20 ist nochmal eine andere als mit 44. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich ein bisschen platt bin. Schön immer Ausreden finden. Ich bin echt ein bisschen müde. Die Woche war nicht ohne. Und ja. Wollte heute eigentlich um 15 Uhr streamen. Dann hieß es gestern, kannst du morgen auch ins Büro kommen? Und wenn dein Chef dich das fragt, sagst du ja nicht unbedingt, nee. Und dann bin ich halt auch ins Büro heute gegangen und dann stellte ich fest, scheiße, jetzt habe ich noch einen Termin reingekriegt und der geht eigentlich immer länger, auch wenn er nur auf eine halbe Stunde angesetzt ist. Überziehen die immer und dann dachte ich mir so, oh Kacke, naja. Und dann habe ich ja in Discord geschrieben, dass es später wird und jetzt ist aus 15 Uhr 17 Uhr geworden. Was für eine Kacke. Das Buch in der Kajüte habe ich fertig gelesen. Habe ich noch eins übrig? Ich weiß gar nicht. Guck gleich mal. Bei mir musst du ja noch ein paar Jährchen draufzählen. Ist der Chef denn auch früher da gewesen? Ja, der kommt auch jeden Tag rein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal ein bisschen faul und ich habe mich auch gewöhnt, von zu Hause aus zu arbeiten. Und heute hätte ich eigentlich nicht reingemusst, weil heute nur virtuelle Meetings waren. Aber dann dachte ich mir so, ach komm, wenn der schon da ist, dann kannst du auch hinfahren. Ist anscheinend kein Buch offen aktuell. Und am Ende war es ja auch schön. Wir waren zusammen Mittagessen. Man hat ein paar Kolleginnen und Kollegen gesehen. Aber diese Woche bin ich halt viermal da. Das ist schon fast wieder wie vor Corona. Unsere Ansage aus der Chefetage ist, bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, ermöglicht es mindestens zweimal die Woche reinzukommen. Das kriege ich auch hin. Und ja, jetzt bin ich aber schon dreimal. Morgen das vierte Mal, am Freitag gehe ich nicht rein. Ich habe mir einen Arbeitsplatz zu Hause geschaffen und nutze den nicht. Und was ich vorhin auch festgestellt habe, wenn ich arbeiten gehe, dann mache ich keinen Frühsport oder Mittagssport, weil ich dann einfach im Büro bin. Und das kann ich, das ist so ein kleiner Vorteil, wenn man zu Hause ist. Nebenbei einer Wäsche waschen, Paket annehmen. Heute kam ein Paket. Hätte ich annehmen können. Da ich aber nicht da war, muss ich morgen zu so einem Paketshop laufen. Und ach ja, das Leben ist schon schwer. Ja. Und dann, wie gesagt, das Sportthema. Ich habe mir so ein Abo geholt bei Apple. So ein Fitness-Ding. Und das habe ich jetzt schon wieder 3 Tage nicht genutzt. Und für nur Wochenende lohnt es sich nicht. Ist halt ein bisschen scheiße. Aber es jammern auf hohem Niveau, ne? Jammern auf hohem Niveau. Auf ganz hohem Niveau. Das sind keine Probleme. Luxus. Ja, aber sonst alles gut. Arbeit läuft. Ich bin maximal sichtbar bei meinen Kolleginnen und Kollegen und auch in der Chefetage. Das glaube ich auch nie verkehrt, zumindest wenn man positiv auffällt. Ja. Ja, und ansonsten, morgen mache ich wieder Stream frei, aber morgen wäre auch wieder so ein Tag, wo es einfach zeitlich gar nicht reinpasst. Morgen bin ich von 7 bis 17 Uhr im Büro, 7:30 Uhr vielleicht. Und da bin ich nicht vor 18 Uhr zu Hause. Da kann ich gar nicht mehr oder möchte ich gar nicht mehr streamen, weil da würde ich ja extrem später noch aufhören. Dann muss ich morgen, wie gesagt, noch zur Packstation, nicht Packstation, zur Post, da wo mein Paket jetzt abgegeben wurde. Das ist übrigens die Schattenfigur aus The Longing. Gab es ein Crowdfunding?
Und aus dem Crowdfunding heraus habe ich mir einen Schatten gegriffen. Und der ist so aus Plüsch. Im Hintergrund steht ja die Schattenfigur, die sieht man da. Ich weiß nicht, ob einer, der eine oder die andere von euch dabei war hier. Dieses Spiel aus Deutschland von Studios Seufz, was sehr, sehr langsam ist. Und da gab es jetzt, wie gesagt, so eine Plüsch-Aktion, so ein Crowdfunding. Und der ist jetzt angekündigt worden vor einer Woche und jetzt gestern, nee, heute wurde versucht, es zuzustellen. Aber ich war ja arbeiten. Was willst du machen, ne? Kannst du nicht ändern. Und nächste Woche bin ich auch noch mal 4 Tage da. Von Montag bis Donnerstag. Und am Freitag habe ich einen Tag frei. Und da gehe ich zum Friseur. Und dann gehe ich zum Bahnhof und fahre zu meiner Mutti nach Rügen. Ja. Das ist der nächste Freitag und dann, wie gesagt, auch wieder Montag bis Donnerstag da und die Woche danach werde ich mal wieder reduzieren auf 2-mal die Woche. Das reicht ja auch. Man muss es echt nicht übertreiben. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Wie ich immer daneben klicke. Ist unerhört. Ja. Was sagt denn der neue Rumpf? Was braucht denn der noch? Holz braucht er und Stoff und Metall. Ich hatte doch Metall auch gekauft, ne? Muss ich morgen mal dredgen. Ein Metall noch kaufen. Und ich brauche noch 2 Holz und einen Stoff. Ein Holzbräu noch. Kriege ich einen neuen Rumpf, dann halte ich mehr Schaden aus und kann bestimmt mehr Fische fangen. Zack, ein Stoff, ein Metall, ein Holz. Wo haben wir denn das Metall damals gekauft? War das bei der Händlerin da drüben? Wie ging denn nochmal die Karte? Ich glaube in Unfell oder beim staubigen Ponton? Nee, bei Stahlspitz haben wir das gekauft. So, bin kurz auf, muss meine GPU Brace installieren. Viel Erfolg dabei. Du musst irgendwas installieren. Mache das. Willkommen in Stahlspitz.
Haben Sie was zu verkaufen? Hey, danke, dass du mir hilfst, wegzuziehen. Ich habe es geschafft, mich hier einzurichten. Verkauft sie mir nichts? Ne, anscheinend nicht. So viel dazu. Ist doch nicht ein Stahlspitz gekauft. Eine Stütze unter die Grafikkarte, weil sie so schwer ist und damit den Port beschädigen könnte. Ah. Ja, sowas sollte mir der Sohn mal ausdrucken mit einem 3D-Drucker, weil meine 3070 auch so ein bisschen runterhängt. Sie droht jetzt nicht abzubrechen, hoffe ich zumindest, und auch nichts kaputt zu machen, aber wäre schon schön, so eine kleine Stütze darunter zu haben. Kann man sich aber bestimmt auch im Internet bestellen. Schätze ich mal. Nein, aber ein Freund von mir hat Artefakte und Bildaussetzer. Nicht gut. Kostet sogar 10 Euro. Ist die Variabel hoch oder musst du genau die richtige Höhe kaufen? Variabel, okay, das ist schon mal gut. Kannst mir gerne mal einen Link schicken, wenn du magst. Aber finde ich bestimmt auch so bei Amazon ein paar Anbieter. So, die verkauft keine Rohstoffe, oder? Da. Metall, gib her. So, dann fahre ich mal zurück. Wir brauchen noch einen Stoff, ne? Ah. Einfach GPU-Brace googeln. Und ab 12 LED beleuchtet. Jo, bis dann. Sie müssen ihr Schiff aufrüsten. Ist immer noch so klein. Ja, ich arbeite daran. Ich habe mir gerade Metall gekauft. Ich habe einmal Metall gesammelt und jetzt gekauft. Und jetzt fahren wir nach Hause. Und morgen werden wir dann versuchen, Stoff und Holz zu dredgen. Das ist Stufe 1 Upgrade. Stufe 2 brauchen wir noch ein Holz, einen Stoff und ein Metall. Wie fanden Sie es, als Tobi wieder kurz vor Streambeginn wieder abgesagt hat? Nicht heute, ne, sondern letzte Woche. Diese Woche? Ich weiß es gar nicht mehr. Er hat doch heute eine Story gemacht, dass er beim Zahnarzt war wegen Zahnschmerzen und jetzt eine Wurzelbehandlung Thema ist. Guck mal hier. Der hat es auch echt nicht gut getroffen, glaube ich, gerade. Zack. Ein Holz und ein Stoff brauche ich noch. Habe ich aber nicht gerade. Ja, schade fand ich das, aber was willst du machen? Kannst nicht ändern. Aua. Sah auch nicht glücklich aus. Auf den Bildern, die ich da so gesehen habe. Naja, da muss er durch. Er meinte ja auch irgendwann in einem seiner Streams mal, dass seine Zähne jetzt nicht die besten wären. Hoffen wir mal das Beste für ihn, dass ich das so... Wurzelbehandlungen sind echt nicht schön. So viel kann ich sagen, habe ich auch schon die ein oder andere mitgemacht. Ist ja kein Dredge-Zeug? Könnte man Fernglas benutzen. Oh, hier ist irgendein besonderer. Sind halt immer Technikprobleme, als ob das die Wahrheit ist. Naja, vielleicht kriegt er sich auch nicht aufgerafft. Es gibt ja, wenn wirklich das Thema Depression im Raum steht. Oh, das war ein neuer Fisch. Dann kann das schon sein, dass er sich vielleicht nicht motiviert kriegt. Und dann muss er irgendwas sagen. Und dann will er nicht sagen, ich hänge heute mental so durch. Weil das ja nicht zu seinem Alpha-Getue passt, ne? Also sein, ich bin der harte Kerl und so.
Und da muss er vielleicht was anderes sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe ihm geschrieben, er hat aber dann noch nicht drauf reagiert. Wird er wahrscheinlich auch nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen zu persönlich die Frage. Sie waren voll garstig gestern, als ich Ihnen das Quidditch-Spiel gezeigt habe. Nee, ich habe ja nicht dich Fotze genannt, sondern die. Gewiss, er muss sein Alpha aufrechterhalten. Sein Gesicht eincremen ist aber auch nicht wirklich Alpha. Kernseife, sorry. Ja, das stimmt wohl. Das ist auch nicht wirklich Alpha. Beauty Alpha, gibt es sowas? Ich weiß es nicht. Kernseife, sorry. Gibt es sowas wie ein Beauty Alpha? Ich weiß es nicht. Ah. Ist das hier Stoff? Nee, das ist Schrott. Ach Mensch, wie gesagt, man weiß immer nicht, was da wirklich alles dahinter steckt und was da mit reinspielt. Und ich hoffe, ihm geht's gut soweit. Und wenn er aus welchen Gründen auch immer nicht streamen kann, dann ist es so. Es ist ein bisschen schade für die, die ihn gerne sehen wollen. Aber irgendwo muss man vielleicht auch dann das Verständnis aufbringen und sagen, naja, dann ist es so. Die Mats respawnen immer wieder. Müssen alle paar Tage wieder hinfahren. Ja, hier gibt es auch irgendwo Mats für Stoff und so und für Holz. Das sind ja nicht alles nur Fisch. Ding sie ist hier. Ne, das sind Fischis. Das auch. Überall Fischis. Sie können auch Zeit vorspulen. Na, ich mache hier so. Dann ist wieder Holz da. Ist aber cheaten. Nee, das mache ich nicht. Nee. Nee, ich cheate nicht. So was mache ich nicht. Du hast doch was. Dredge. Kann ich das irgendwie markieren? Nee, ne? Ich muss in die Richtung fahren da. Boah, was ist das für ein scheiß Wetter? Lüge! Lügenlord! Er ist der Lügenlord! Lügen, Lügen, Lügenlord! Stoff brauche ich eh. Oh. Zu früh runtergegangen. Kriegen wir das hin? Nee, kriegen wir nicht hin. Ich bin aus dem Takt raus, verdammt Scheiße hier. Oh, ich muss nicht hoch. Ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Du wirst zur Diva. Du brauchst Kabeljau. Kabeljau? Der ist immer noch im Internet aktiv und bettelt um Kohle. Von wem reden wir? Noch ein Kabeljau? Soll ich nicht was anderes essen? Ich habe auch Tintenfisch und Shrimps. Möchte sie nicht quälen. Ich esse freiwillig jetzt mal. Esse ich ein Stück Tintenfisch. Aber nur ein kleines.
Ach, wo? Silence, mach dir da mal keinen Kopf. Musst du dich echt nicht schlecht fühlen. Wirklich. Alles gut. Ich hab's vielleicht schlimmer dargestellt, als am Ende war. Schmeckt trotzdem. Naja. Ja, ein bisschen lag mir das schief im Magen. Wenn es mir heute wieder schief im Magen liegt, dann muss ich die Scheiße wahrscheinlich wegschmeißen. Ich steck die einfach in irgendwelche Briefkästen rein. Dann stinkt das noch bei den Nachbarn sehr gut. Wir gucken mal. Kaugummi, richtig, so richtig Kaugummi-Konsistenz. So, jetzt aber. Bin gestärkt. Sie müssen mal gegrillte Tentakel probieren. Die sind köstlich. Du meinst so richtig so mit Noppen da dran? So ein Tintenfisch? Ich weiß nicht. Weiß ich jetzt nicht. Das klingt so bescheuert, ey. Haben wir noch Tretsch hier? Ich fahre mal zurück. Ist ja auch schon 16 Uhr. Können wir eigentlich schon fast Feierabend machen. Also, hier im Spiel. Schön mit Knobi und. Mein Controller hat vibriert. Das gefällt mir gar nicht. Oh. Isst du das öfter? Gibt es das irgendwo im Supermarkt oder so? Oder hast du das dann beim so für bei Sushi mitbestellt? Klingt ja an sich erstmal spannend, aber ich glaube, dieses Gummi, diese Saugnäpfe, wenn die sich dann auf der Zunge so fest saugen, ich weiß nicht, ob ich das schön fände. Ist mir zu teuer. Ey, Herr Embi, ich bin so träge, Mann. Was ist denn los? Bist doch sonst fit wie ein Turnschuh. Anstrengende Woche. Weg hoch. Bumm. Na super. Nicht mal Boot fahren kann er richtig. Wenn es richtig gemacht ist, schmeckt es zart und nicht gummiartig. Okay. Klingt ja schon mal gut. Muss mal reparieren. Hallo, heute ist doch Trägermittwoch. Ist heute Trägermittwoch? Wo? Wer? Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Heute ist Bergfest. Das kenne ich. Kennst du den Begriff Bergfest? Wegen Mitte? Berg? Da gibt es eigentlich gar keinen Sinn, aber ist egal. Ich brauche noch ein Holz. Was ist eigentlich dein absolutes Lieblingsspiel? Fortnite. nee, Lieblingsspiel Elite Dangerous. Von der Mitte bis zur Titte, zack, zack. Elite Dangerous. Ist auch Silings Lieblingsspiel, aber nur am 1.4. Also irgendwie schmeckt der Tee komisch. Vielleicht in Verbindung mit dem Fisch. Vielleicht steht er auch einfach nur so lange, schon so lange da und ist ranzig geworden. Ach, irgendwie ist heute echt der Wurm drin. So, ja, Arbeit ist bei mir aktuell ganz schön zeitlich umfangreich. Also sehr. Viel für meine Begriffe. Da ist Holz! Hinter dem Stein. Yes! Komm her! Ich brauch dich. Urinella Tee. Ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, dass Tee, Früchtetee, wenn er zu lange steht, dass er dann so ein bisschen ranzig wird.
Und ich glaube, das habe ich mit dem Tier hier schon geschafft. Wo ist mein Holz? Ich brauche keine Forschungspunkte. Ich brauche Holz. Na, geht doch. Haben wir noch mehr? Nee, ist schon alle. Schade. Zurück. Bei Thanis ist der Wurm drin. Und dran. Unten. Richtung Knie. Oh Mann, ey. Ja. Da ist der Ambi also ein bisschen träge. Ich auch. Ich auch. So, Trockendock. Zack. Letztes Brett ranzimmern. Kostet viel? 800. Oha. Wir haben einen neuen Rumpf. Sieht das Schiff jetzt auch anders aus? Stabiler? Ja, bestimmt, oder? Dreckiges Schwein. Stinken muss es. Entschuldigung. Es tut mir ja auch leid, dass ich manchmal so ein bisschen Dreckschwein bin. So. Trockendock. Forschungsteile sind schon sehr wichtig. Sie müssen so die krassen Angeln damit freischalten. Ja, du hast ja recht. Es ist ja, du hast ja recht. Silenx, du hast recht. Du hast es ja durchgespielt gehabt, ne? Ja. Also noch mehr Holz brauche ich. Ist es dein erstes Angelspiel? Ja. Kann ich ohne Probleme direkt mit Ja beantworten. Gewiss. Bei mir sind auch alle Kapuzen-Typen gestorben. Die können sterben. Und wer sind eigentlich diese Kapuzen-Typen? Also ich weiß, dass ich einen Händler, nee, einen Dockarbeiter, glaube ich, zu einem Zombie gemacht habe oder so. Und es sitzt irgendwo einer, der essen will. Der sieht aus wie der Tod in so einer Robe. Die meinst du wahrscheinlich. Aber wie kann man die denn, wie können die denn sterben? Oder warum sterben die? Weil man die füttert oder weil man sie nicht füttert? Sie haben ein Zeitlimit. Wenn du nicht schnell genug bist, verhungern die. Echt? Ich nehme mir ja alle Zeit der Welt. Wie du siehst. Das wusste ich gar nicht. Mir war nicht bewusst, dass ich da ein Zeitlimit habe. Ich bin bei 52 Tagen. Ja, dann werden die bei mir auch sterben, schätze ich mal. Sind die wichtig, die Kapuzentypen? Spielen die irgendwie eine Rolle? Oh, man könnte ja noch einen Motor einbauen. Haben wir noch einen kleinen Motor, einen extra? Hier oder ich mache einfach. Geben halt krasse Items. Müssen die mal wieder besuchen. Na, ich weiß ja in Theorie sogar, was er braucht, aber ich weiß eh nicht, wo es den Fisch gibt. So. Es gibt ja so eine Aufgabe, eine Mission hier. Eine Schlangenmakrele. Die Gestalt in Blau möchte eine Schlangenmakrele, aber ich weiß nicht, wo eine Schlangenmakrele zu finden ist. I don't know. Ist eh schon zu spät. Ist der tot? Also wenn ich jetzt dahin fahre, ist der verhungert. Und was geben die so für Items? Sind die alle schon verhungert? Bestimmt, oder? Ich überlege gerade, ob die erst anfangen zu hungern, wenn man die findet. Oder ob sie direkt alle gleichzeitig mit Tag 1 anfangen, Hunger zu schieben. Wird erst getriggert, wenn du sie ansprichst. Okay. Also der Timer. Ah ja, nur das wusste ich nicht. Ich weiß gar nicht, vor wie vielen Tagen ich den angesprochen habe. Gesetzt den Fall, der lebt noch.
Könntest du mir dann sagen, wo ich den Fisch finde, Silings? Oh, Rumpf beschädigt, ey, ich bin zu blöd zum Scheißen. Der Blaue gibt dir ein Buch für 5% mehr Geld beim Kaufen und Verkaufen. Ah, sehr gut. Nein! Ich wollte ihn nicht verkaufen. Oh, ich bin so blöde. Ich wollte den Schaden reparieren. Kann man nochmal laden? Muss ich neu einbauen. Nee, da. Why? Why, Tanis, why did you do that, you idiot? Nur laden Sie neu. War das teurer, das jetzt neu zu kaufen? Ja, ich habe ja eine Erstattung gekriegt von 300 noch was. Ist jetzt egal. It is egal. Ruhen. So, dann fahren wir mal zu dem hin, oder? Wo saß denn der? Oh, nicht wieder gegen die Wand fahren, bitte. Ich glaube, der saß da drüben. Irgendwie sieht mein Schiff anders aus, oder? Verändert sich das Aussehen so ein bisschen, ja. Next, Tiger Mackerel. You will need to head to the Gale Cliffs for this. There should be a school of them around N4 Section. What? Gewiss, Schiff ändert sich je größer. Ah, ja. Ich guck mal, ob der noch lebt. Befürchte aber, wie du schon sagst, dass er schon tot ist. Der sitzt da noch. Oh nein, irgendetwas stimmt da nicht. Die Gestalt mit der Kapuze ist zusammengesackt. Das lange Gewand bauscht sich wild. Du beobachtest sie aus der Ferne, aber sie rührt sich nicht. Du wendest dich ab und gehst. Der ist verhungert. Kann ich ja nicht wissen, dass das ein Zeitquest, also eine Zeitquest ist. Die Person ist verstorben. Das ist ja ärgerlich. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Heute mit dem Knut der Kudder Krabbenfang. Ja. Und die geben einem also so Items, die man dann 5% mehr Geld und was weiß ich. Haben ja noch drei Chancen. Aber das Achievement ist bestimmt, alle vier zu retten. Und das ist ja damit jetzt schon verschissen. Tja, verkackt. Ist ja ordentlich ja, gegen die Wand gefahren, den Kahn. Mehrfach. Ach Mensch, so, dann drücke ich mal den Buff, den Arni. Ah, den Buff einfach mit. Zack. Gewiss gibt Achieve für vier alle. Für vier alle vor allen Dingen. Für alle vier gibt es ein Achievement. Da muss man das Spiel ja nochmal spielen. Oh mein Gott. Oh, ich lasse die alle verhungern. Lila 7,5% schneller. Aha, mehr Tempo. Es gibt also mehr Geld, mehr Tempo. 15% effektiver beim Angeln. Und rot 15% mehr Haltbarkeit. Ist ja eigentlich cool. Coole Sache. Aber der Blaue ist verhungert. Irgendwas stimmt da nicht. Es tut mir echt leid. I am very sorry. I didn't want it to kill you. Wenn sie das beste Schiff haben, hält's viel aus. Mal gucken. Ich fahre ja einfach random durch die Gegend. Vielleicht nicht so sinnvoll, oder? Hm.
So, unser nächstes Kreuz ist da bei Ruinen. Suche nach Relikten, fange seltene Fische. Riemenfisch, Pelikanaal, Riesentigersammler und Quastenflossler. Die Motoren sind aber am wichtigsten, würde ich sagen. Die sollten sie zuerst aufrüsten. Dass man halt auch Tempo kriegt, ne? Tja, wer hätte das gedacht, dass wenn man die nicht füttert, dass sie verhungern? Da kann ja keiner drauf kommen. Woher soll man denn sowas wissen? Oh. Habe ich noch das Ding mit? Den Sprengstoff? Nee, aber hier ist ja ein Lager, oder? Kann ich hier auf mein Lager zugreifen? Kann man auch Aquazuchtkultur anlegen und Fische füttern? Hier. Hier. Komm mal mit. Vorsichtig, nicht, dass ich mir wieder irgendwas kaputt fahre. Benutze Sprengladung, ja. Papum! Das Spiel ist bestimmt was für Sie. Winery Simulator. Habe ich das nicht schon mal gespielt? Nee, es war ein anderes, ne? Ich habe mal dieses Weinmachspiel gespielt. Und ganz, 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 ganz früher, da wart ihr alle noch nicht da und ich war ein ganz kleiner Furz. Für 2,24 habe ich Winzer gespielt. Da habe ich sogar Eiswein gemacht und Wein gepanscht habe ich auch. Die Trümmer zerbröseln. Ihr Schweineborstenwein. Ach, das war schön, oder? Das fand ich lustig. Hier gibt es Schmuck. Wie habe ich denn den genannt? Ich weiß ja nicht mehr, wie ich den. Hieß der Schweineborsten? Irgend sowas, ne? Und schön das Label mit so einem Wildschwein drauf. Ich bin dein Vater. Ach wo, Matze, so alt bist du ohne nicht. Oder? Was habe ich denn da? Ein Relikt? Eine große Eichentruhe, an der Seite eine verrostete Handkurbel. Gibt einen tiefen rhythmischen Ton von sich, während sie auf den Wellen schaukelt. Oha. Okay. Die muss ich jetzt wieder zum Sammler bringen, ne? Schlafen. Wie viele Tage hat man denn Zeit, die Kapuzenleute zu füttern? Bestimmt nicht irgendwie 50 Tage, so wie ich mir Zeit genommen habe, sondern vielleicht eine Woche oder so. Aber die sehen halt auch schon aus wie der Tod. Es lädt jetzt nicht unbedingt dazu ein, denen zu helfen. Irgendwas stimmt nicht und dann war er verhungert. Das tat mir fast schon leid. Der arme Blaue. So, da ist der Sammler. Dann geben wir ihm mal sein zweites Artefakt. Du bist also zurückgekehrt. Ich war nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du zerrst die große Musiktruhe in den Raum.
die so schwer ist, dass die Bodendielen unter ihr ächzten. Den Sammler scheint das nicht zu kümmern. Er ist ganz auf die Truhe konzentriert. Und das hast du an den Klippen gefunden? Ja. Ah, hervorragend. So, dies sollte künftige Rückreisen ein wenig verkürzen, wenn du erlaubst. Er wählt eines der silbernen Bänder aus, die aus dem purpurnen Buch hängen, und schlägt es auf. Er wendet sich in den schwachen Lichtschein und liest flüsternd vor. Nach ein paar Sekunden fühlst du, wie dein Magen absackt, als würdest du von einer Welle hochgehoben. Er schließt das Buch und wendet sich dir wieder zu. Also, es gibt noch mehr Relikte dort draußen. Mach dich auf die Suche. Am Riff beim Sternenbecken könnten sich Wrackteile gesammelt haben. Suche zuerst in diesem Bereich. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas? Was hast du mit den Relikten vor? Nun, sie sammeln natürlich als Investition in die Zukunft. Noch etwas? Warum kannst du nicht selbst nach diesen Relikten suchen? Das Meer will nicht länger kooperieren. Da die Wellen nicht mehr sicher für mich sind, wirst du mein Stellvertreter sein. Noch etwas? Die Worte, die du mir gelesen hast, was haben sie mit mir gemacht? Das Buch birgt die Macht der Tiefe in sich. Ich habe seine Kräfte lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft, die dich besonders interessiert? Meines Manifestation. Der Gebrauch dieser Formel löst einen tranceähnlichen Zustand aus. In diesem Zustand vergeht die Zeit rasend schnell. Wenn es vorbei ist, findest du dich hier wieder. Wie immer rate ich hier von exzessivem Gebrauch ab. Setze sie nur ein, wenn es wirklich nötig ist. Ist das diese Zeitbeschleunigung? Entschuldigung, von der Silence gesprochen hat? Ich glaube schon, oder? Hier. Teleportiere dich dorthin, wo alles begann. Ah, man teleportiert sich jetzt. Teleportiert sich also immer zu dem Händler hin. Sammler. Ah, müde. Müdi. Tarnis Bubu. So Sternenbecken. Dann fahren wir da mal hin, oder? Nach Südwesten. Auf geht's! Ein bisschen Glitter dazu und schon ist die Welt in Ordnung. Sieht aus wie ein gesunkenes Boot. Dort. Lasst uns nachsehen. Oh nein, hier muss man wieder dredgen. Das verkacke ich doch wieder. Ich glaube, ich habe die Zeit ein wenig vergessen, oder? Das könnte Ärger geben. Wobei, ich habe ja die Teleportationsfunktion jetzt. Gleich mal ausprobieren. Oh, fuck. Ich meine, oh. Verdammt. Noch ein Forschungsteil. Sehr gut. Müde, nix gut. Tarnis bin müde, nix gut. Ja. Aber es war so eine anstrengende Woche. Und sie ist erst halb rum.
Krass. Wie ich mich teleportiert habe, wie cool. Lager, Lager, Lager. Schlafen. Händler, Schmuck, sehr gut. Ah ne, hätte ich noch ins Lager schmeißen können. So. Ein bisschen Fische fangen. Ein bisschen Geld machen. Die kleinen Bereiche zu treffen ist gar nicht so einfach für mich. Mann! Fuck. Oh, ich lasse es. Ja, vielen Dank, dass ich um 19 Uhr schon die Segel streichen darf heute. Aber sehr viel länger würde ich auch nicht schaffen heute. Oh. Ich stehe halt jetzt aktuell jeden Tag. Ich glaube, der passt hier nicht mehr rein, der Fisch. Jeden Tag um 6, 6.30 Uhr auf. Und das merke ich halt, ich bin deutlich früher müde, als wenn ich erst um 7 oder halb 8 raus. Dann bitte sofort. Nein. Nein, nein. Die Leuchtturmwächterin wartet am Dock auf dich. Sie sieht verärgert aus. Ich habe dich weit hinausfahren sehen. Du hast die Tiefen überquert. Hältst du das wirklich für klug? Was ist das Problem? Ins Bett, es wird kontrolliert. Ja, später. Später. Es fühlt sich ein wenig an, wie das Schicksal herauszufordern, oder? Die Situation hier ist auch ohne deine Provokation schon schwierig genug. Sie dreht sich abrupt um und geht. Ihre Augen suchen das Wasser ab, während sie am Dock entlang geht. Nicht so gut, ne? Ich glaube, sie findet es nicht so gut, was ich mache. Am Anfang war sie ja gar nicht bereit, mit mir zu reden. Mittlerweile pöbelt sie mich wenigstens an. So, Trockendock. Wie sieht's aus? Trockendock. Hier drüben. Nee, da. Holz. Holz. Da. Metall. Metal. Metal, Leute. Und nochmal Metal. Und dann kommen wir für 75 Scheinwerferplatz. So. Haben wir noch Holz? Ja, wir haben noch zwei Holz. Sehr gut. Zack.
Motorplatzen, einen weiteren. Oh, hier brauchen wir richtig viel Zeug. Holz und Stoff. Stoff. Stoff und Metall. Zack. Alles wegbauen einfach schon mal. Zack. So. Wie viel Das ist ja interessant. Ich könnte jetzt noch so ein Teil reinbauen. Können wir noch die Krabben sammeln, oder? Hallo Krabbe. Stell mir das so vor, wenn ich danach am Bett liege, dann kommt alle halbe Stunde der Matze rein und leuchtet mit einer Taschenlampe ins Gesicht und guckt, ob die Glotzen auch wirklich zu sind. Und wenn nicht, werde ich ausgeschimpft. Ja, so stelle ich mir das ungefähr vor. Haben wir denn eigentlich irgendwas zum Erforschen? Für unsere drei Teile? Motoren, sagte der Styling, sollen wir eigentlich... Der hier hinten sieht halt krass aus, ne? Ein Außenborder. Sie haben schon den krassen... Na, der hier, ne? Der ist schon krass. Zwillingsstrahlantrieb. Und dann der andere ist ja bestimmt dann noch krasser. Oh, hier gibt es neue Scheinwerfer. Oha. Es wird dann noch heller. 2100 Lumen? Wie viel hat denn der aktuelle? 1800. Oha. So, Einbau abgeschlossen. Sehr gut. Bist du zufrieden mit deinem Einbau? Kannst du sowas? Ruhen. Geld machen hier erstmal. Müssen wir wieder Geld einnehmen. Oh, erschöpft. Schade. Sieht echt schick aus. Sehr gut. Dann bist du zufrieden und der, der dir das verkauft hat, auch, weil er dafür Geld bekommen hat. Alle sind glücklich. Sofort. Aber sofort. Das ist ein Befehl. Das nächste Gebiet wird schön hektisch. Da freust du dich schon drauf, wenn ich mich dahin bewege. Wie gemein. Hast du dich auch darüber, dass du da so grinst dabei? Du musst Mitleid mit mir haben. Ich kann doch Hektik nicht so gut. Weißt du doch. Oh. Da ist nichts mehr drin. Da hat es keine Krabbe geschafft. Sammeln hier auch nicht. Oh oh. Welches? Welches Fisch-Jerky möchten Sie? Vielleicht ein Stückchen Schrimps? Hm? Oder doch nochmal etwas Gummitier?
Was ist ein Relay für eine Sorte? Eigentlich muss ich Shrimps essen. Oder? Zeilings? Gegrillte Shrimps. Uah, wenn ich den Schwanz schon sehe, kriege ich schon Kotze. Kotze zwischen die Zähne. Lecker. Nee, ich mag Shrimps gar nicht. Also hier den hinteren Teil muss ich nicht essen. Das ist eh nur noch. Ja, ich esse nur das hier. Den Schwanz habe ich mitgegessen. Ich nicht. Nee, ist mir nix. Das ist mir aber auch echt nix. Ist mir nix. Drei Tage. 2 bis 3. Nehmen wir von den 2. Ach, ich kann nur einen davon kaufen. Ah, jetzt fängt es an zu knispern. Also zu knuspern. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nee, nee. Ich esse das nicht. Oder soll ich den einfach mitessen? Soll ich den noch essen? Zeilings, sag mal. Ich esse den, wenn du das schreibst. Ist nur ein bisschen Chitin. Ist wie ein Chip. Köstlich. Oh. Warte, ich guck gleich mal nach dem Link. Ey, Enno. Schönen guten Abend. Darf ich jetzt schon guten Abend sagen eigentlich? Ja, ne? Nach 18 Uhr kann man das machen. Was ist das denn? Warte. Taro Fish Snack Barbecue. Barbecue Flavor. Wo kauft man das denn? Online? Nee. Wenn ich nicht weiß, wie das schmeckt, will ich ja nur eine Packung und nicht gleich 10 oder so. Das kannst du also empfehlen, Silings. Gibt's im Asialaden. Ah, da steht's ja auch. Neue Fischsticks. Priabend. Taro ist. Eidechsenfisch. Ne, ist es ein Fisch oder eine Eidechse? Kann doch nicht beides sein, oder? Nachtsruhe Schrimps. Ja, Enno, bei dir läuft der Tag ein bisschen anders, aber ich habe schon gesehen, du hast vorhin gestreamt schon wieder. Bodenlos. Bodenlos, sage ich dazu nur. Und dann hat er ausgemacht und macht wahrscheinlich nachher wieder an, wie letztens mit WoW. Der Suchti, ey.
Na, wo du ausgemacht hast, bin ich gerade von der Arbeit heimgekommen. Die Woche ist gerade viel los beim Tanis at Work. Gerade viel zu tun. Da hinten ist ein Geisterschiff. Kleines schwarzes Schiff. Hat gestern bis in die Nacht gestreamt unter der Woche. Was heißt denn bis in die Nacht? So bis um 2 oder so? Der hat ein Leben. Da gibt es ja so einen bekloppten Spruch. So wie der arbeitet, will ich Urlaub machen. Kennt er den Spruch? Ja, ne? Bestimmt. Auswerfen. So. Es war fast 11. Oha, das ist echt mitten in der Nacht. Also vernünftige Menschen schlafen zu dieser Uhrzeit schon. Unvernünftige spielen mit einem Zwergen-Paladin WoW. So sieht es nämlich aus. Arbeitet von 5 bis 16:30. Nee, aber ich stehe die Woche immer um 6 auf jetzt, weil ich immer wieder ins Büro gehe. Und irgendwie will ich da nicht zu spät anfangen, damit ich da nicht allzu spät wieder weggehe. Also ich bin heute auch um kurz nach 4 abgehauen. Hat mir dann auch gereicht. Und gestern war es aber 5:30. Das war ungewöhnlich spät für mich. Und morgen wird es auch wieder mindestens 17 Uhr werden. Vorher komme ich morgen nicht raus. Aber sammle ich auch gut Plusstunden und kann die dann wieder abbummeln. Nächsten Freitag zum Beispiel, wenn ich nach Rügen fahre, werde ich einfach den Tag frei nehmen. Auf Überstunden. Auf den Nacken von die Überstunden. Kennt man, ne? Für eine Fünfer Arbeit, für einen Fünfer arbeiten und für einen 50er Schaden machen, hat mein Opa immer gesagt. Ich weiß nicht, ob ich den Spruch verstehe, aber aha. Herr B, noch eine Woche bis Jedi. Ja, aber in einer Woche bin ich ja erstmal auf Rügen und dann in Trelleborg. Ich werde es mir aber zeitnah kaufen. Wir müssen es dann auch zeitnah anfangen. Willst du es dir zulegen? Silings? Ja, oder? Das sind nur besondere Fische und der hat. Ah, der ist besonders lang, deswegen hat er so gelb. Erschöpft. Gehen wir mal verkaufen. Weiß noch nicht, okay. Na, mal gucken. Ist halt auch wieder ein Spiel, wo man 50, 60, 70 Euro ausgibt. Also morgen von 4 bis 17:30. Ne, morgen von, ich würde sagen, 37 bis 17 Uhr werde ich morgen machen. Irgendwas in dem Dreh. Ja, so ist der Plan. Noch 48 Tage bis Diablo 4. Ja, stimmt, Max. Da ist auch was dran. Ja, der Max ist seit Anfang an hier. Der hat schon wieder gesubbt, der Kloppo. Maxo ist dabei. Bei Diablo, ne? Ah, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, die Ära Blizzard ist für mich vorbei. Insgesamt also nur 45 Euro Schaden verursacht. Sehr gut. Wenn man gar nicht arbeiten gehen würde, würde man keinen Schaden verursachen. Dann wäre es plus minus null. Das wäre doch besser, oder? Diablo wird überraged. Die Beta war super. Überraged.
Ich habe ja Diablo 2 und 3 gespielt. Und ich fand das nicht schlecht. Keinen Fall, aber ich habe so schon zu viel Spiele. Da muss ich mir nicht noch einen Knopf an die Backe hängen. Oh. Deswegen. Ja. Halte ich mich da so ein bisschen zurück oder bedeckt oder wie auch immer man das nennen mag. Genau darum geht es. Okay, dann lieber zu Hause bleiben. 70 Öcken ist so krass teuer für ein Spiel. Ich sehe es nicht ein, 70 Euro für ein Spiel auszugeben. Ist auf jeden Fall eine ganz schöne Hausnummer, ja. Das stimmt wohl. Direkt eine rothaarige Zauberin hochleveln. Sehr schön. Ja. Mache das. Mach das. Der Max wieder mit seinen Redheads hier. Dann verkaufen wir die Krabben mal alle. Enno, der Verrückte, hat sogar die 100-Euro-Version gekauft. Von Jedi Survivor oder von hier Diablo 4. Diablo 4 wahrscheinlich, ne? Der hat. Ja, Enno hat die Kohle fett. Also der tut ja eigentlich was Gutes. Der schmeißt das ja wieder sozusagen in den Kreislauf rein. Wenn man die Taschen so voll hat, dann muss man die öfter mal ausleeren. Ist halt so. Diablo-Version volle. Enno möchte das Spiel genießen und lange spielen. Ha, sehr gut, ich auch. Was ist denn in der 100-Euro-Version mehr drin als in der, weiß ich nicht, was kostet Diablo 4 normal? Euro. Ja, aber vielleicht 50. Battle Pass plus 20 Level. Ah, du kriegst also wirklich einen Level Boost. Oder willst du mir das nur schmackhaft machen und weißt, dass ich immer Stufen kaufe und so ein Kram? Und 4 Tage vorher Early Access. Damit kriegt man mich irgendwie nicht mit diesem Early Access Gedöns. Aber wie ich ja vorhin schon sagte, ich habe eh keine Zeit für noch ein Spiel. Diablo 3, wie gesagt, habe ich gespielt, aber ich habe es in der Tat nur einmal gespielt. Ich habe einen Barbaren gespielt. Oh, fick doch die Henne! Und habe mich einmal durch das Spiel gezockt. Und fand das ganz schön, auch mit den Videosequenzen. Aber für nochmal spielen konnte ich mich irgendwie mich nicht hochraffen. Gib den Fisch her. Wir müssen zurück. Vorher noch Zombies klatschen in Dead Island. Ach, kommt auch noch raus. Dead Island. Ah, der Enno. Der Enno hat nicht wie ich das Problem. Ich sage ja immer zu viele Spiele, zu wenig Zeit. Bei Enno ist es umgedreht. Zu viel Zeit, zu wenig Spiele. Und der zockt halt alles, ne? Aber er fängt, das muss man dazu sagen, er fängt ja auch meistens die Spiele nur an und spielt die nicht zu Ende. Das sehen wir sehr gut an dem Beispiel. Wie hieß es denn nochmal? Hogwarts, glaube ich, ne? Hogwarts? Glaube ja, ne? Die Leute machen es mit. Na, ich will jetzt nicht mitmachen. So viel ist schon mal klar. Komm her, kleine Krabbe. Du wirst gegessen.
Ja, also alles anfangen, aber nichts zu Ende bringen. Das sind mir die richtigen. Was? Ja. Ja, es ist so. Der weiß ja nicht, was er zuerst spielen soll. Hat so viele Spiele und zu wenig, nee, zu viel Zeit und zu wenig Spiele. Wenn ich schon allein sehe, dass er nur Fortnite Level 150 ist, der ist höher als Shy Guy. Und Shy Guy spielt Fortnite schon Spiel. Dann frage ich mich, also dann frage ich mich echt, da muss ich mich groß machen. Da frage ich mich echt, wann schläft der Kerl? Jetzt kracht's, jetzt dreht er auf, jetzt reicht's mir. Jetzt trinke ich noch einen Schluck von dem Schimmeltee. Hey, ich guck mal. Hogwarts war nicht im Battle Pass, im Game Pass. Nein, diese Ausrede zählt da nicht. In dem 100-Euro-Spiel sind Gummipuppen und so weiter drin. Ah, ich verstehe. Hallo Schaukler, grüß dich, na? Hast du dich erholt von eurer Mega-Autotour oder liegt es dir noch in den Knochen? Jetzt dreht er auf. Er rastet aus. ja. Ansage an Trailjumper. So mu das muss auch irgendwann mal, irgendeiner muss das ja mal machen. Wie war das? Also ich habe nur so ein bisschen gelurkt. Hast du bei Demonologist oder wie das Ding heißt, Spaß gehabt? Ja, ne? Hat ein bisschen Freude gemacht. Sind noch dabei. Wie, ihr seid noch dabei? Ich dachte, ihr seid schon zurück. Also der Hagen hat gesagt. Oh, das war nur Schaum zum Glück. Der Hagen hat gesagt, ihr seid schon wieder zu Heme. Hat er gelogen? Richtig Kotze hochge. Also so Schaumrülps. Kennt ihr sowas? So ein Schaumrülps, wo mehr Schaum als Luft dabei ist? Ach so, sind noch dabei mit dem Erholen, ich verstehe. Ja. Sind gestern gegen 22 Euro. Oh, scheiße. Wie lange wart ihr denn so unterwegs? In so eine Woche? Nach Milchshake gibt's das öfter. Ja, stimmt. Stimmt. Ach, Enno. Du bist schon eine Wurst, sage ich mal. Was ist denn jetzt mit, also wo wir schon mal bei Ansage sind, Herr Trailjumper, was ist denn jetzt mit Hogwarts? Was ist denn mit dem Zauberschüler? Wann macht er weiter? Macht er überhaupt irgendwann weiter? Oder ist der, wurde der vergessen im Raum der Vergessenen? Nicht hier immer No Man's Sky spielen. Ja, genau, 7 Tage und 6000 Kilo. Oh, ey. Aber so im Verhältnis zwischen Aussteigen und Natur genießen, Landschaft genießen und im Auto sitzen und aus dem Fenster gucken und Landschaft genießen, da, ihr seid doch praktisch nur gefahren, oder? Und standet im Grunde nur, wenn ihr geschlafen habt. Oder habt ihr mal einen Tag irgendwo einen Stopp gemacht und habt euch mal da die Beine vertreten und das den ganzen Tag? Silence, jetzt schreib doch auch mal was. Wenn ich mich schon so jetzt ins Zeug lege, dann musst du dem Enno auch befehlen. Und auch kein WoW oder Fortnite. Wird erstmal Hogwarts zu Ende gespielt. Und da wird auch nicht Dead Island 2 angefangen oder was weiß ich hier noch. Eine Windel hat er bekommen, das habe ich gesehen. Ja, die hat er sich als Mütze aufgesetzt. Viel rumlaufen war nicht, das stimmt. Das ist ein bisschen schade. Also ich weiß nicht, klar, man sieht dadurch, dass man diese 6000 Kilometer gefahren ist, wahrscheinlich mehr. Aber so richtig genießen kann das ja dann im Grunde, wenn überhaupt, nur der oder der Beifahrer, die Beifahrerin, ne? Ich habe doch oben was geschrieben. Lachen Sie Enno aus. Hast du oben was geschrieben? Habe ich gar nicht gesehen. Gekotzt? Enno, haben Sie die Windel losgeschickt? Early Access ist Abzocke. Ja, das sehe ich auch so. Ohrschützer. Ach Mensch. Ach Mensch, ey. Silence. Ich glaube, der. Boah. Das ist der Fisch. Ich sag euch, das ist der Fisch, der raus will. Ich glaube, der Zauberschüler ist verloren. Welche Schule warst du? Warst du eigentlich? Warst du ein Slytherin? Bestimmt, oder? Wie alle. Slytherin, bestes Haus gibt.
Ja, aber irgendwie war nichts für mich dabei, wo ich viel verweilen wollte. Na, ihr seid dann so eher, wie soll ich sagen? Wie kann man das nennen? Eigentlich so Roadtrip-Reisende, ne? Also man fährt halt eine große Strecke, nachts schläft man und tagsüber sieht man eigentlich den Großteil der Dinge aus dem fahrbaren Untersatz heraus. Was ja auch schön sein kann. Was ich mal in meinem Leben eigentlich noch machen will, aber ich weiß nicht, ohne Führerschein ist das schwierig. Die Road 66 oder so langfahren und in irgendeinem schimmligen, ranzigen Motel abends beim Einschlafen hörst du draußen, wie einer mit der Shotgun über die Veranda rennt und sagt, das ist mein Eis, gib das zurück, du Arsch, irgendwie sowas. Sowas möchte ich gerne noch erleben, bevor ich die Hufe hochreiße. War ein Roadtrip. Ja, klar, natürlich. Ja. Mit einem Wohnmobil. Ne, mit einem Auto. Ganz normalen Auto sind sie gefahren. Und da sie ja nur zu zweit sind, passen die da im Zweifelsfall auch hinten auf die Rückbank zum Pennen. Wie fanden Sie den Enno Horror Stream? Ich hab den. hab den. Auch nur lurkenderweise beobachtet, aber ich glaube, was mir sehr viel Freude bereitet hat, war, als er an der Badewanne stand und da irgendwas reingeflüstert hat und sich schon in Sicherheit wägte und dann das Monster oder der Geist herauskam und er erstmal richtig geschrien hat wie am Spieß. Da hat Enno Angst gehabt und ich Freude. Also man mag es nicht glauben, aber er leidet und ich freue mich da. Das ist krass. Ich fühle mich ja auch schlecht danach, aber in dem Moment geht es mir richtig gut. Ja, also man muss mir auch immer gönnen, ne? Also man muss ja auch gönnen können, sagt man so schön. Und es kann ja nicht sein, dass immer nur ich mich erschrecken muss, sondern kann ruhig auch mal der Enno mal einen halben Herzkasper kriegen. Gleiches Recht für alle. Haben Sie den Crazy Moment gesehen? Ich glaube nicht. Was meinst du damit? Das sind die schönsten Momente. Tränen der Freude. Ja, so sieht's aus. Der Schadenfreude in dem Moment irgendwie. Was ist denn ein Crazy Moment? Ist nicht jeder Moment in Enno Streams, ein crazy Moment. Ach, das Ding. Ey, guck, was steht da an der Wand? Das hast du vorhin schon mal reingehauen, oder? Habe ich geflissentlich übersehen. Warte, ich fahre mal kurz zurück vor Kurve und dann gucke ich mir den Clip mal an. Vor mich. Ja, wie gesagt, also, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen oder so. So, haben wir wieder 1700 Geld. Das klingt doch gut. Ey, guck mal, da steht. Ach, da steht was an der Wand. Und dann guckt, konzentriert er sich genau drauf. Und die Lache von Phil. Ist doch Phil, oder? Ist das Phil und Mart? Ich glaube schon, oder? Ach, schön. Ich meine, oh, du Armer, das tut mir ja schon ein bisschen leid. Naja, vor allen Dingen, das ist doch genau dafür gemacht, dass man sich so konzentriert und guckt. Und dann zack, springt dir was ins Gesicht. Wie heißt das mit diesen Nightmares? Five Nights at Freddy's oder so, das könnte Enno auch mal spielen. Da habe ich mich auch schon mal dran versucht, aber ich musste dann irgendwann abbrechen, es ging nicht mehr. Ich glaube, da würde sich auch und die Lache von Phil ist wundervoll, ja. Da würde sich auch dran erfreuen, der Enno. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ach Mensch, ey. 4 Stunden. Ich glaube, das können wir alles mitnehmen.
Oh, hier sind drei kleine Kräppchen drin. Mitnehmen. Eine große Krabbe. Ja, Danny, Mensch, Mensch, Mensch. Ein bisschen neidisch war ich hier und da schon. Und ich fand das so ein bisschen wie auf der Rückbank eures Autos zu sitzen und mitzufahren und ein bisschen was von Norwegen zu sehen. Das war schon schön. Das war schon schön. Aber wie gesagt, für mich wäre das kein Reiseformat. Liegt aber vielleicht auch ein Stück weit am Alter. Also so mit nur on the road. Das ist mir zu krass. Bin ich zu alt für. Enno braucht eine VR-Brille und muss Outlast VR spielen. Ach du Scheiße. Bloß nicht. Das freut mich sehr. Ich denke, das ist für die wenigsten was. Wie gesagt, USA war die Road. Die Route, nicht Road. Route 66 von LA bis rüber. Ich weiß gar nicht, wo die endet und wo die anfängt. Habe ich keine Ahnung von. Aber das. Das wäre schon was. Wir fahren mal nach Sternenbecken jetzt rüber. Los. Gucken wir uns mal um. Los, hier durch. Nee, also ich glaube, Last of Us sei schon. Outlast ist echt schon sehr, 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 sehr krank. Also das würde ich nicht spielen und das will ich auch niemand anderem antun. Unbedingt. Ist zu heftig. Outlast hat mich gebrochen. Ich habe mit Licht geschlafen. Oha. Die Inseln werden ja anders, ne? Mit Licht geschlafen. Oha. Nee, Outlast ist mir zu nah an der Realität. Ich kann auch den neuesten Teil von, wer ist denn das? Man of Medan. Und da gibt es da so verschiedenste Spiele aus dieser Reihe. Ich kann das nicht. Das letzte mit dem Hotel. Das hat leider keinen, wie soll ich sagen? Das ist zu realistisch, zu nah an der Realität. Das andere war ja so ein bisschen mit übernatürlichem Zeug und Aliens und Geistern. Das fand ich cool, aber so in einem Hotel mit so einem Killer, nee, da komme ich nicht klar drauf. Das ist mir zu krass. Bin ich zu weich für. Nicht nur um die Hüften herum. Herr B ist verliebt, er hat Love in Mind. Achso, der Tee, ne, ja. The Quarry war doch Comedy. Quarry war super, aber ich rede nicht von The Quarry. The Devil in Me oder so? Oder wie hieß das denn? Devil. Wer ist Prada? Nee, Devil in Me, glaube ich. Das ist Dark Pictures. Das ist der aktuelle Dark Pictures Teil. Er hat aber nur 6 von 10. Oh, nicht so gut geworden, wie es scheint. Ja, genau. Fand ich zu nah. Also ich kann auch so sehr realistische Horrorfilme kann ich nicht gucken. Das geht nicht. Die kann man zurechtklopfen, Thanis. Oder knautschen. Wen jetzt? Was? Wem? Wo? Die hauen das halt zu schnell raus, jedes Jahr eins. Ja, und das entwertet das irgendwie so schnell, ne? Also die hatten schöne. Ich fand die mit den Aliens fand ich super. Ich fand die auch mit dem Geisterschiff geil. Und auch die mit der Gruppe, die da in den Bus fährt, fand ich auch super. Wobei die mit zu den Schwächeren gehörte, fand ich. Aber den letzten Teil jetzt hier mit dem Hotel eigentlich geguckt, gespielt. Herr B hat einen Schwarm. Wer ist es? Ach, die Hüften kann man schwingen. Ja, knautschen. Zurechtklopfen. Ja, klar. Ihr bestes Spiel ist immer noch Until Dawn. Lurk. Viel Spaß im Lurk.
Liebe Grüße an die Dame des Hauses. Einen schönen Abend noch und danke fürs hier reinschreiben. Habe ich mich sehr gefreut. Until Dawn war super. Ist das ohne Flaschenpost ist das, glaube ich. Until Dawn war gut. Ja. Habe ich zweimal, glaube ich, sogar gespielt. Sind die Fische blau da? Sieht so aus. 14. September 1927. Ich habe seit ein paar Tagen nichts mehr geschrieben. Mich quält ein seltsames Frösteln, das mir den Verstand vernebelt. Egal, was ich tue, mir will einfach nicht warm werden. Die Tinte ist hier an einigen Stellen zerlaufen, die Zeilen sind unleserlich. Die Insel sieht nachts wundervoll aus. Okay, wenn wir gleich noch ein Stück sehen. Eine Viertelstunde haben wir noch, dann mache ich schon wieder Schluss für heute. 2 Stunden, die sind richtig schnell vergangen. Das meiste, was ich herausgefischt, was sie herausgefischt haben, war Müll, aber schließlich förderten sie eine große sargähnliche Truhe zutage. Angesichts des faszinierenden Fundes war die Mannschaft wie gebannt. An die Momente, die darauf folgten, kann ich mich mit quälender Klarheit erinnern. Er konnte das Ding mühelos aufheben. Das Holz knirschte, als es zerbarst. Aufhebeln. Über das Deck quoll purpurfarbener Stoff. Der Lärm der brechenden Wellen erfüllte meinen Kopf. Ich kann sie jetzt noch hören. Er starrte in die offene Truhe. Dann wandte er sich zu mir. In seinen Augen sah ich gähnende Leere. Die Seite ist hier an dieser Stelle abgerissen. Klingt nach Monstern. Na, ein bisschen tropisch, ne? Mit diesen Palmen. Guten Tag, guten Tag. Hier ist doch auch ein Fischer, oder? Oh, hier könnte man noch was sammeln. Dredgen. Oh. Er ist zu doof. Er ist leider zu blöde dafür. Was ist das denn? Eine Brille? In diesem Zustand wohl kaum zu gebrauchen. Sieht aus wie so eine, naja, könnte eine Lesebrille sein. Guten Tag. Ich lande hier mal an. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich hier? Wer sind Sie? Eine Forschungsstation. Das Labor liegt in Trümmern. Ausrüstung und Forschungsunterlagen liegen überall verstreut herum. Wo möchtest du suchen? Öffne die Schränke. Du durchsuchst die Schränke. Die Musik ist traurig. Du leerst die Schränke. Inspiziere die Ausrüstung auf dem Tisch. Auf dem Tisch liegen einige merkwürdig aussehende Prototypenteile, aber im Moment hast du dafür keine Verwendung. Auf der anderen Seite des Tisches findest du eine hastig hingekritzelte Notiz. Dort steht: Nicht sicher, erwarte jeden Moment Vergeltung. Evakuierung zum Vor. Suche den Boden ab. Du lässt den Blick über den Boden wandern. Du entdeckst dort feine Risse, die sich bis zu den Wänden hochziehen und dabei langsam immer breiter werden. Etwas extrem Starkes und Großes muss diese Löcher gerissen haben. Ganz vorsichtig greifst du in eines hinein. Oh, noch ein Forschungsteil, sehr gut. Du ziehst einen Gegenstand aus einem Riss im Boden. Wir haben alles durchsucht. Um 19 Uhr sofort ins Bett, sonst werden in Zukunft alle anderen Anträge im Chat genehmigt. Okay. Indianer Ehrenwort. Ich gehe natürlich um 19 Uhr ins Bett. Am Bett vorbei. Ins Wohnzimmer. Generator. Ein alter Generator stottert und spotzt vor sich hin. Was ist denn spotzen? I don't know. Kann ich hier forschen? In der Tat kann ich hier forschen.
Ah, die muss ich erst machen. Könnte ich die hier hinten schon dingsen? Nee, kann ich nicht. Ich muss die anderen erstmal forschen. Dingsen vor allen Dingen. Oha! Ach du Scheiße! Wie tief geht's denn da runter? Es sieht auch nicht so gut aus, oder? Das sind doch Tentakeln. Oh mein Gott! Der greift mich an! Wie summen? Wir summen schon mal zur Einstimmung ein Gute-Nacht-Lied. Danke, danke, danke. Ich glaube, das ist nicht so gut, dahin zu fahren. Da ist ein Monster in der Tiefe des Ozeans. Aber irgendwie führt mich die Questmarkierung dahin, ne? Ja. Das hat mich einfach dreimal Death. Counter Increase. Das können nur Mods und ich selber. Und es gibt nur einen Mod. Den einzig wahren Mod. Sieht aus wie ein verlassenes Dorf. Oder vielleicht wohnt ja hier noch jemand. Oh, das müsste man wegsprengen wahrscheinlich. Ah ja, den Stein kennen wir. Zu vergessen. Wollen wir was zum Sprengen? Haben wir Sprengstoff noch da? Ne, müssten wir kaufen, ne? Ah, da liegt Metall drin. Benutze Sprengladung. Du hast keine Sprengladung. Oh, schade. Oh, hier so ein Beachclub ist das. Da sind noch so Schirme am Strand. Ja gut, also das Monster hier in der Tiefe, da wollen wir. Also, das ist ein riesiger Kraken, oder? Möchte ich nicht. Oh, was ist hier? Wer sind Sie? Guten Tag. Wasserbombe? Habe ich nicht. Anlegen. Sternenlicht-Ponton. Fischmarkt. Man bekommt nicht für alle Fische denselben Preis? Ich habe keine Fische. Warum sind denn die Ecken so grün? Die hier. Was ist das für ein Feld? Warum ist es grün und die anderen nicht? I don't understand. Sind die so auch grün? Nee. Dann können wir noch mal einmal außenrum. Da oben ist ja noch ein Punkt, wo man ranfahren kann. Wie tief das hier runter geht. Oh. Oh mein Gott. Ich mag das nicht. Ich mag das gar nicht, wenn das so richtig abschüssig ist und da unten ist einfach nur dunkel. Oh. Vielen Dank. Wofür? Für Stream sehr gerne. Weil die grünen Felder das Platztumswachstum des Bootes nach dem Upgrade. Ah, das ergibt Sinn. Danke. Oh, Rückzug zur Festung, haben sie doch gesagt, oder? Stand doch in dieser einen Nachricht.
Sieht aus wie eine Burg, aber da ist eine Satellitenschüssel oben drauf. Muss los, bis dann. Tschüss, Matze. Einen wunderschönen Abend dir noch. Danke fürs hier sein. Vielen lieben Dank. Wir sind jetzt verlobt. 6.7.1927. Er ist mit mir in die Mitte des Sternenbeckens gesegelt, um von dort aus die Lichter zu betrachten. Wir haben stundenlang geredet, was wir schon sehr lange nicht mehr gemacht haben, und wir warteten und hofften. Nach Mitternacht, wir waren schon ganz aufgekratzt und fast hysterisch vor Müdigkeit, erschien die Aurora dann am Himmel. Als ich ihn anblickte, um seine Reaktion zu sehen, kniete er schon vor mir. Ich weiß nicht einmal mehr, was er dann genau gesagt hat, aber ich weiß, ich habe ja gesagt. Der Ring ist wunderschön und rundum mit Edelstein besetzt. Ich kann die Augen nicht davon abwenden. PS, ich war mir nicht sicher, unter welchem Datum ich diesen Eintrag anlegen soll. Gestern oder heute? Schließlich ist es zwischen den Tagen passiert. Aber die Sache ist sicher bedeutsam genug, um noch mehrere Einträge darüber zu verfassen. Die waren also in der Mitte, wo jetzt dieser Kraken oder was doch immer das ist, da hockt. Hey, Sherry Lady, schönen guten Abend, ne? Grüß dich, hören wir uns noch mal kurz. Oh, da sind Geschütze. Da ist ein Turret. What the fuck? Alte Festung, eine Forscherin. Hallo, ich hatte nicht mit Besuch gerechnet. Wer bist du? Ich bin ein Fischer. Ja, das dachte ich mir schon, aber ein Fischer so weit draußen, das ist seltsam. Nun, es ist mir jedenfalls ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich habe seit Monaten keine Menschenseele gesehen. Tatsächlich könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Hast du Zeit? Falls du Zeit hast. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ich brauche Hilfe bei der Beschaffung von Proben für meine Studien. Ursprünglich war ich auf dem Forschungsaußenposten im Inneren des Beckens tätig, aber der wurde angegriffen. Eine riesige Kreatur tauchte aus der Tiefe auf und zerstörte den Außenposten. Nun ruht sie im Zentrum des Beckens. Ich bin hierher geflohen und habe, so gut es eben ging, improvisiert. Aber ich musste den Großteil meiner Ausrüstung zurücklassen. Meine Forschungen liegen deswegen auf Eis. Wirf doch einen Blick auf die Liste der Exemplare. Du kannst sie dann hier abliefern. Wahrscheinlich wirst du mit unterschiedlichen Techniken experimentieren müssen, um sie alle beschaffen zu können. Einen leuchtenden Oktopus, eine Aurora-Qualle und einen Leuchtkalmar. Wir sind doch. Nee, erzähl was über dich. Was ist denn das über dich? Sammle Proben, Forschungsassistent. Die Person ist verstorben, das war echt schade. Erzähl mir etwas über dich. Na gut, da gibt es aber nicht viel zu erzählen. Ich habe Biologie an der Universität von Erzhafen studiert. Es war eine harte Zeit. In dem Jahr gab es dort keine einzige Studentin, was auch für das Jahr davor galt und für das Jahr vor diesem Jahr. In einer solchen Situation ist es schwer, sich nicht wie eine Außenseiterin zu fühlen. Verstehst du das? Wahrscheinlich nicht. Nach meinem Abschluss bekam ich einen Job bei der Arktisch-Biologischen Forschungsgesellschaft und dann wurde ich hierher versetzt, ganz allein. Ich dachte, ich würde die Ruhe und den Frieden schätzen, aber ich vermisse Gesellschaft. Ich hatte immer Freunde oder wenigstens ein Haustier. Da draußen gibt es nur Maschinen. Oh, die Arme. Was für eine Kreatur war das, die dich angegriffen hat? Also ich hatte den Eindruck, dass es eigentlich den Forschungsaußenposten angreifen wollte und gar nicht mich. Ich nehme an, es fühlte sich von meiner Forschungsausrüstung gestört. Dutzende von Maschinen, alle von einem lärmenden Generator angetrieben. Es war riesig, größer als jedes andere Meereslebewesen, das ich je studiert habe. Es griff mit seinen Tentakeln an. Es handelte sich also wohl um eine Art Kalmar oder Oktopus oder eine Seeanemone. Die hat unser Schiff zerstört vorhin. Ich hatte eines meiner Forschungsboote auf der Rückseite der Station verteut. So konnte ich flüchten, während die Kreatur an der Vorderseite wütete.
Ich musste dort wertvolle Daten und Ausrüstung zurücklassen, aber ich gehe nicht wieder dahin. Ich kann mich dem nicht noch einmal stellen. Anemone. Anemomene. Das ist doch falsch. Amim. Ist auch egal. Ist dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen, seit du hier angekommen bist? Jetzt, wo du es erwähnst, ich war so beschäftigt mit dem Angriff und damit, mich hier nur einzurichten, dass ich das beinahe vergessen hätte. Ich habe diese Briefe gefunden. Sie sind von meiner Schwester. Sie hat sich mir während meines Studiums geschickt. Sie hat sie mir meines... Oh. Ich muss Feierabend machen. Ich bin durch. Schon seit Montag. Ich bin völlig fertig. Sie hat sie mir während meines Studiums geschickt, bevor sie... Die Forscherin schweigt einen Moment lang und starrt ins Leere. Wahrscheinlich ist sie gestorben, oder? Jedenfalls habe ich sie immer wieder zwischen meinen Papieren gefunden. Ich kann mich gar nicht erinnern, sie eingepackt zu haben. Dann tauchten sie immer häufiger an den seltsamsten... Das ist doch ein M, da muss ein N hin. Die können nicht schreiben, ich kann nicht lesen. Seltsame Stellen auf. Ich dachte, in meinen Netzen, in meinen Probehörnchen. Ich hatte diese Briefe noch nie zuvor gesehen, aber es war ihre Handschrift. Ihr Name auf dem Umschlag. Sie erzählten von Dingen, die sich erst nach ihrem Tod zugetragen hatten. Ich kann es mir nicht erklären. Oh. Ein Redhead für Maxi. Achso, die Forscherin hier, ne? Szene aus Nemo. Ach so. Ach, ja, ja. So, wir kommen hier zum Ende, meine Damen und Herren. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt leider... Es geht nicht mehr. Ich muss hier raus. Speichern und beenden. Zack. So. Danke für den wunderschönen Clip. Also, ich sag jetzt einfach, dass er wunderschön ist. Aber... Ja. Sherry Lady, es tut mir so leid. Du bist jetzt gerade dazugekommen und schon macht die Atze wieder aus, ne? Ja. Die Woche bei mir ist recht nervig. Ich bin bei 27 oder 28 Stunden Arbeitszeit schon, obwohl erst Mittwoch ist. Und es ist viel los. Ich muss immer früh raus und komme immer spät nach Hause. Und dachte ich mir heute so, komm, ein bisschen streamst du noch, aber wir machen am Freitag weiter. Voll arschig von dir. Warte. Ich hoffe, das hilft ja ein bisschen über den Schmerz hinweg. Wir machen am Freitag weiter. Morgen werde ich nicht streamen. Morgen bin ich wieder bis 17 Uhr in der Firma. Dann muss ich noch zur Post. Dann bin ich eher so 18 Uhr zu Hause. 18, 15. Am Freitag ist aber kein Filmabend. Und ich werde den Freitagabend dazu nutzen, Nachmittagabend, also von 16 Uhr. Hier ist so 16 Uhr, da ist so 20 Uhr. Und dann werde ich von 16 bis 20 Uhr Hogwarts Legacy weiterspielen. Ne? Hätte noch ein bisschen doller gekonnt. Ich glaub's ja wohl nicht. 1 und 5, 5. Tschüss, Heike. Bodenlos, würde jemand jetzt sagen. Danke nochmal für den Clip. Danke fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank fürs Fischjerky-Essen. Vielen lieben Dank an den Maxos für den Resub im 32. Monat. Vielen lieben Dank auch nochmal an den Dr. Honk, der vor 2 Stunden ein Shoutout rausgehauen hat. Let's do it. Dann muss ich heute eigentlich noch den Fisch essen, den ich noch nicht gegessen habe. Enno. Ein Happy fürs Bettchen, du Arschkrampe, ey. Boah, das, wie das auch schon wieder riecht, ey. Machst du auf, ist wie, machst Hose auf und es stinkt. Da weißt du musst mal wieder untenrum waschen. So, hier. Also das ist ein Stück mit Pelle. Also das ist sozusagen die Seite vom Fisch. Was denn? Was ist denn jetzt los? Warum? Enno geht nun live. Was spielt der WoW? Dann rede ich ihn nicht. Nö, da rede ich lieber an 3D-Drucker als hier WoW. Hast ja, also. So, ich esse aber noch. Ja, noch nicht weg.
Vor allen Dingen, die Haut am Fisch außen, die geht schneller ab als der Rest. Wie das knackt. Lecker. Ich sehe, Sherry Lady gefällt es auch. Also ich kann dir mal so einen ganzen Fisch zeigen. Ich stopfe mir jetzt den Rechner. Ekelhaft. Der sieht im Stück, sieht der eigentlich so aus. Aber so ein ganzes Teil kann ich nicht fressen. Da kotze ich von. Hier. Da. Kopf ist ab, der Rest ist noch dran. Widerlich. Und sowas muss ich hier on stream essen, damit die Herrschaften unterhalten sind. Sowas muss ich mir antun. Absolut räudiges Ekeldingsbums. Ja. Das ist echt schon nicht ohne. Ich esse noch was Normales. Mal gucken. Irgendwas werde ich schon in der Küche finden. Ich finde, dieser Stream sollte mit einem wunderschönen Lied abgeschlossen werden, passend zu dem, was ich gerade essen musste. Wir gucken gleich mal, wo wir hin raiden, ob wir raiden und wenn ja, wohin. Ich danke euch fürs Dasein. Cherry Lady, sorry, dass ich heute so kurz da war. Ich bin am Freitag, wie gesagt, da 16 bis 20 Uhr. Am Samstag von 14 bis 18 mit Resident Evil 4. Fishy gotta pee. I don't have a place in the fishy army. I really enjoy making the fishy songs. I really hope you guys enjoyed. Make sure to drop a like and subscribe if you guys are new. And share the video with a friend if you did enjoy or laugh, because that helps me get into recommended, which means
I hope grow. Thanks, guys. Love you. And stay with the fish nippies. Bye.